Hier ist wieder Fat Fat von fatspielen.de und ich lade euch ein auf eine gechillte Runde SimCity 5/2013, das neue SimCity, welches gerade von EA gedroppt wurde. Und wir schauen mal, streichen noch ein paar Ziegen und gehen rein in unsere Stadt. Es geht los. So, das ist also SimCity bei Nacht. Wir zoomen etwas rein, suchen uns eine schöne Perspektive und dann wollen wir mal erstmal das Tempo anheizen und schauen, was wir hier machen können. So, warum wird da Spezialisierung hier gelb angezeigt? Da wird auch mal Bergbau. Was gibt's denn hier zu tun? Lager voll. Eine Mine ist ausgelastet. Der Abbau würde... Was bitte? Wurde gestoppt, weil kein Lagerraum mehr frei sind. Fügen Sie eine Garage hinzu, um Ressourcen verschicken zu können. Dann machen wir das doch glatt und bewegen uns mal zu unserem schönen Kohlegebiet. Da ist es doch. Okay, wir brauchen also eine Garage. Dann gucken wir doch mal. Bearbeiten. Geschlossen, Lager voll. Das ist die Garage für Kohletransporter. Und wir haben mal wieder kein Geld dafür. Das heißt, wir werden mal wieder etwas warten müssen, bis das voll ist. Oder nehmen wieder einen kleinen Kredit auf. Mache ich das jetzt einfach mal. Zack, annehmen. Kredit. Und hier wird die Garage gebaut. So, dann gehe ich nochmal auf das Kohlebergwerk. Klick auf Garage für Kohletransporter. Und die kann ich jetzt hier hinsetzen, denke ich mal. Und damit haben wir das Ganze erstmal erledigt. So. Ich hoffe, das ist jetzt auch damit durch. Lager ist ausgelastet. Was kann ich hier noch sehen? Da sehen wir es auch. Geschlossen, Lager voll. Aber jetzt müsste das ja eigentlich hinhauen. Wahrscheinlich dauert das jetzt ein bisschen, bis auch es bei meinen coolen Leuten angekommen ist, dass hier eine zweite Garage am Start ist. So, so viel dazu. Wir gehen mal wieder in unsere Stadt rein, in unsere Innenstadt und schauen, was wir machen können. So, einmal habe ich einen Tipp bekommen von Matthias Reingruber. Der hat mir geschrieben, dass der Grundstückspreis der Geschäfte auch steigerbar ist, und zwar durch Tourismusgebäude und Wahrzeichen. Jetzt ist die Frage, wo finde ich denn Tourismusgebäude und Wahrzeichen? Wir gehen auf die Stadt an sich und schauen mal, ob es hier auch so etwas gibt. Öffentliche Transportmittel, ich sehe es hier nicht. Vielleicht kann man die auch eher speziellerweise zwischendurch mal bauen. Wenn es aber um das Thema Parks geht, habe ich auch noch einen Tipp bekommen. Und zwar von WhatElse123, der hat nämlich gesagt, dass die Parks mit einem richtig großen Einflussbereich, danach habe ich das jetzt mal gesucht, das sind auf jeden Fall Fußballplätze und auch Baseballplätze. Das heißt, wir schauen auch gleich mal hier auf das Thema Sport, klicken auf einen Baseballplatz, der kostet ja 10.000, aber ein Fußballplatz, na gut, der kostet auch 10.000, erhöht die Grundstückspreise für mittlere Einkommensschicht, sehen wir hier auch, und hat einen, wow, das ist echt mal ein großer Einflussbereich. Damit könnte ich jetzt hier quasi das gesamte Wohngebiet befriedigen. Ein Baseballplatz hat ebenso einen großen Einflussbereich und wir sehen auch hier viel, viel größer als der Skatepark, den ich jetzt hier gebaut habe. Aber da ich hier schon einen Skatepark habe, würde ich sagen, baue ich einfach mal um diesen Park herum weitere Gebäude, weitere Wohngebiete, damit auch die von diesem schönen Skatepark profitieren werden. Es geht also wieder los. Wir gehen auf unser Menü hier und dann sehen wir, aha, Wohngebiet der mittleren Einkommensschicht, da gibt es einen großen Bedarf. Und da dieser Skatepark diese Einkommensschicht ja, wir sehen es hier anhand dieser zwei Simoleons, sehr schön bedient und befriedigt, wollen wir mal sagen, wollen wir doch hier gleich mal weiterbauen. Also, nächste Straße, nächster Ring. Und wir bauen hier wieder mal Wohngebiete hin. Und dann hoffen wir doch, dass die Leute sich freuen, dass sie hier am Skatepark bauen und leben dürfen. So sieht es aus. Das ist der nächste Plan hier im Wohngebiet dieser Weststadt. Alles klar. So, was habe ich noch für Tipps bekommen? WhatElse hat noch geschrieben, dass die Sache mit der Dichte auch für die Industrie gilt. Aha. Das heißt, die ganzen kleinen Straßen, die ich hier gebaut habe, ihr seht das ja hier, im gesamten Industriegebiet gibt es nur die Straßen mit niedriger Dichte. Hier seht ihr das, diese große, lange Straße, die ich hier hinten umgebaut habe, führt also dazu, dass diese Industriegebäude also auch nur Fabriken mit niedriger Dichte sind. Das heißt, wenn ich das jetzt upgraden würde, dann müssten hier auch größere Fabriken entstehen. Wir schauen doch mal, ob das klappt. Gehen auf Straßen-Upgrade, nehmen uns diesen Bereich hier vor und wollen daraus eine Straße mit mittlerer Dichte da machen. $2.430 kostet uns das. Wir machen das und schauen mal, ob sich da was ändert. So, im Moment sind das die Fabriken, die wir haben. Wir schauen nachher nochmal rein und schauen, ob sich da tatsächlich dann was geändert hat. Wäre mal interessant zu erfahren. Ich würde sagen, dieses Stück machen wir dann auch nochmal fett. Dann passt das auch ganz.
Hier lassen wir es erstmal so, damit wir auch hier einen Vergleichswert haben. Hier also Industrie an Straßen mit niedriger Dichte und hier mit mittlerer Dichte. Mal schauen, was sich verändert. So, was gibt es noch zu tun? Es gibt was in der Stadtansicht zu tun, und zwar im Thema öffentliche Verkehrs-, öffentliche Transportmittel. Was ist denn hier schon wieder los? Verkehrsstockung auf der Autobahn. Es gibt Verkehrsstockungen in Ihrer Stadt. Bauen Sie ein Shuttlebus-Depot und einige Bushaltestellen. Wo staut sich's denn? Sehe ich gar nicht. Aber es ist ja auch, obwohl, 7 Uhr, jetzt müssten eigentlich alle zur Arbeit fahren. No, aber ich sehe gerade nicht, wo es sich staut. Aber gut, wir wollen noch unsere Verkehrsministerin doch trauen. Wenn die sagt, wir brauchen ein Shuttlebus-Depot, dann brauchen wir das offensichtlich auch. So, das werden wir also machen. Und wie sieht's aus? Bauen Sie ein Shuttlebus-Depot und einige Bushaltestellen. Irgendwo muss ich das wohl reinsetzen. Dann mache ich das doch glatt. So, gibt es dafür irgendeinen sinnvollen Platz? Das weiß ich nicht. Aber vielleicht könnte ich ja mal diese brachliegende Fläche hier ein bisschen einreißen und hier bei der Feuerwehr, hier auch am Rande der Innenstadt, in diesem schönen Gebiet, vielleicht könnte ich da ja mal das Ganze hinsetzen. Da wird sich's vielleicht auch gut, wäre es da vielleicht auch gut platziert. Also, ab zur Planierraupe, oder mir wurde ja auch mal der Tipp gegeben, ich kann auch einfach was raufklatschen, aber das geht hier wahrscheinlich nicht, da die Straßen ja auch noch im Weg sind. Also, planieren. Ich werde jetzt hier den Spielplatz auch noch zunichte machen. Diese Straße und auch dieses kleine Häuschen hier. Ob ich dies hier noch brauche, das glaube ich auch nicht. Da können wir nämlich da auch nochmal auf dieses Haus hier verzichten. Und diese Straße, ach, hier muss ich glaube ich wieder auch die Gebietszuweisung ändern, ne? Die muss ja auch wieder erledigt werden. Ja genau, hier ist ja noch Gebietszuweisung. Die müssen weg, damit hier auch nichts mehr gebaut wird. Und diese Straße hier könnte ich glaube ich auch noch einreißen. Zwingend notwendig ist die jedenfalls nicht. Geht die hier noch weiter? Ne, da ist ein Haushalt. Bartels Haushalt ist da. So, jetzt habe ich also ein bisschen Platz geschaffen. Mal gucken, ob das reicht für ein Busdepot. Jawohl. Da würde ich sagen, werde ich dann noch mal einen kleinen Weg vielleicht hier hin machen. Also Straße mit niedriger Dichte einmal hier rein. Obwohl, hier könnte ich natürlich auch wieder eine meiner geliebten Kurven bauen, oder? Ja, so leicht kurvig kann ich es machen. Ach ne, jetzt baue ich damit aber das eine Haus kaputt. Dann mache ich es doch lieber gerade. Also gerade Straße, nichts kaputt machen und los geht's. Und hier kann jetzt das Busdepot hin. Jawohl! Und wie wir hier sehen, wird hier schon wieder was Großes gebaut. Sehr, sehr schön. Und Bushaltestelle Petition zum Bau genehmigt. Das ist doch schön. Da können wir jetzt hier überall Bushaltestellen in unserer Stadt verteilen. Jetzt muss ich mal schauen, wie sinnvoll ich das hinbekomme. Ich würde mal sagen, eine Bushaltestelle sollte doch hier sein, oder? Im Industriegebiet, beim Kohlekraftwerk. Da wollen die Leute doch hin und da wollen sie auch arbeiten. Das heißt, hier setze ich mal eine Bushaltestelle hin. So, wie wäre es hier? Noch eine weitere, auch am Park. Das ist quasi die Bushaltestelle Stadtpark. Das heißt, da kommt auch noch eine hin. So, und natürlich in der Innenstadt darf auch keine Bushaltestelle fehlen. Gerade hier in der Mitte, das ist jetzt quasi die Bushaltestelle City. Setze ich auch hin. Und hier ist die Bushaltestelle, wie nennen wir sie? Wir nennen sie Gemeindehaus oder Rathaus. Das ist also die Bushaltestelle Rathaus. Dann haben wir natürlich auch eine Bushaltestelle hier im Wohngebiet. Da können alle so ein bisschen von profitieren. Oh, vielleicht können wir hier sogar zwei hinsetzen. Also Wohngebiet Süd und Wohngebiet Nord. Da können die alle da hinsetzen. Und natürlich auch für unsere Freunde hier, unsere Kumpels, die im Kohlekraftwerk arbeiten. Auch die sollen natürlich auch davon profitieren. Da würde ich sagen, setze ich hier nochmal eine Bushaltestelle hin. Und auch am Ende der Straße. Und natürlich auch hier im anderen Industriegebiet oder im Gewerbegebiet vielmehr. Da kann hier nochmal eine Bushaltestelle hin. Und natürlich auch vorm Kohlekraftwerk. Da müsste eigentlich auch noch eine hin, würde ich sagen. Damit die direkt da zur Arbeit kommen. Und hinten im Industriegebiet und bei der Müllhalde. Da dürfen wir auch nochmal zwei hin. So, also ein komplettes System an Bushaltestellen. Brauche ich eigentlich auch noch eine vorm Busdepot? Oder zählt das schon als Bushaltestelle? Offensichtlich nicht, weil hier ist irgendwie auch noch dieses Grün da. Ich werde aber mal hinpflanzen, mal gucken, ob es sinnvoll ist. So, jetzt würde ich sagen, habe ich doch ein schönes Bushaltestellennetz quer über die Stadt verteilt. Hier könnte vielleicht noch eins hin. So, und dann sollte das doch auch hier meine gesamte Straßensituation noch etwas auflockern. So, wie sieht es weiter aus? Hier gibt es was bei Gebiete zu tun. Es gibt einen Mangel an Arbeitern. Wir brauchen Wohngebiete. Mal wieder. Da wollen wir das doch auch machen. Wollen wir hier unsere kleine, unser Arbeiterviertel, wollen wir das mal ein bisschen ausbauen? Das können wir eigentlich auch machen, oder? Genau, ich baue mal hier die Straße weiter. Straße mit niedriger Dichte. Und setze hier eine weitere Straße rein. Mit einem kleinen Bogen vielleicht.
mag ich ja so gerne. Ne, so einen Bogen wollte ich jetzt eigentlich haben. Dann mache ich jetzt lieber freiziehen. Also, genau. So wollte ich es haben. Und dann bitte wieder bauen. Zack und zack. Jetzt gibt es neue Flächen für meine Arbeiter. Also baut fleißig, meine Jungs. Genauso fleißig, wie ihr in der Kohlegrube schafft. Und hier kann ich ja sogar noch die Straße verbinden. Irgendwie. Sollte das doch gehen. Eben gerade ging es, jetzt ging es wieder nicht. Habe ich kein Geld mehr? Doch, Geld habe ich eigentlich. Ah. Jetzt geht's. Sehr schön. So. Das Ding ist durch. Das Wohngebiet kann jetzt dementsprechend bevölkert werden. So. Sehr schön. Schauen wir mal, was wir noch machen können. Hier wird wieder was. Hier gibt es wieder einen Hinweis bei Spezialisierung. Wieder Bergbau. Schon wieder ein Minen ausgelastet. Noch eine Garage braucht ihr. Also, hier ist ja echt eine Menge, was ich hier abfördere. Dann würde ich mal sagen, wollen wir doch mal dem Folge leisten. Klicken hier auf Bearbeiten und werden auch die nächste Garage bauen. Meinetwegen. Da machen wir hier noch eine hin. Und jetzt sollte das mal hingehen. Jetzt müsste ich eigentlich auch eine Menge Kohle exportieren können, oder? Kann ich das irgendwo hin pflanzen? Wo kann ich Kohle exportieren? Mache ich das automatisch? Muss ich das irgendwo machen? Handelskarte? Das wäre mal eine Frage. Wenn ihr mir sagen könnt, wie ich Kohle exportiere, dann wäre ich euch sehr dankbar, weil ich habe so viel Kohle und das scheine ich irgendwie gar nicht alles zu brauchen. Deswegen, warum nicht? Übrigens, diese Sache mit der Dichte scheint hier nicht so richtig funktioniert zu haben. Diese Fabriken sind genauso groß wie vorher. Oder liegt das jetzt daran, dass sie keinen Platz haben, sich zu erweitern? Obwohl, diese Fabrik hat auf jeden Fall Platz. Also hier scheint es noch nicht so richtig anzulaufen. Na gut, wir kümmern uns erstmal um einen nächsten Tipp, den ich bekommen habe. Und zwar von der Core Gamer. Der hat geschrieben, dass die Abwasserendrohre erweitert werden können. Ich muss also hier gar nicht immer wieder drei neue Abwasserendrohre platzieren, sondern kann das erweitern. Aber ehrlich gesagt sehe ich nicht, wo. Wir können ja nochmal gehen auf das Thema Abwasser. Nee, ich habe hier ein Abwasserendrohr. Also, das sehe ich jetzt so nicht. Ich könnte, normalerweise ist ja hier noch so ein extra Button für Erweitern. Das sehe ich aber hier nicht. Deswegen wüsste ich jetzt auch nicht, wie das machbar ist. Aber kannst gerne nochmal schreiben, wenn du weißt ganz, ganz genau, wie das geht. So. Wie sieht es hier aus mit unseren Freunden? Was ist hier gebaut? Das ist, wie wir hier sehen, die untere Einkommensschicht noch. Sind die nicht vom Skatepark betroffen? Dann müssten die sich eigentlich jetzt hier schon sehr wohl fühlen. Aber ich kann natürlich auch hier was machen für die, einen Park setzen für die untere Einkommensschicht, damit sie zur mittleren wird. Und die mittleren profitieren dann wieder davon. Okay, machen wir das nochmal. Gehen wir auf Parks. Was möchten denn die Basisleute hier? Vielleicht noch einen kleinen Asphaltpark können wir hier hinsetzen. Dann müssen ja die davon profitieren. Da könnte ich natürlich jetzt auch wieder so eine kleine Seitenstraße machen, wo ich das machen könnte. Vielleicht machen wir hier einfach mal eine kleine Seitenstraße. So. Und da bauen wir mal was Kleines hin. Wie zum Beispiel einen Asphaltpark. So, da müssen die sich jetzt freuen. Ja, das passiert auch. Und mal gucken, ob die sich dann auch dementsprechend gemüßigt fühlen, sich dann noch weiter zu erweitern. So. Dichte. Das ist gerade hier, wir sehen hier einen kleinen grünen Pfeil. Das heißt wohl, dass da gerade im Mache ist. Die Straße habt ihr ja. Und Grundstückspreis hättet ihr eigentlich auch. Hier was einen schönen hohen. Hier ist ein Asphaltpark. Hier habt ihr einen großen Skatepark. Vielleicht könnte ich ja noch einen kleinen Park bauen. Oder kann ich den vielleicht noch erweitern? Jawohl. Da könnte ich ja vielleicht noch einen kleinen Feld. Ein Feld ist ein bisschen zu groß. Vielleicht noch ein kleiner Spielplatz. Kommt der noch irgendwie dran? Nee, da müsste ich jetzt dieses Haus opfern. Obwohl, da opfere ich das halt. Da haben wir noch einen kleinen Spielplatz umdran. Und da sehen wir hier, da freuen sich auch Jung und Alt um die Ecke. So, also weiter, gucken wir auf unser Finanzmenü, wie sieht es eigentlich hier aus mit unseren Krediten? Ich würde auch gerne mal, dass wir immer wenigstens einen Kredit los sind, aber immer kommt irgendwas Neues. Aber jetzt kommt, den bezahlen wir jetzt mal ab. So, Kredit B ist weg. Jetzt haben wir zwar weniger hier, aber dafür auch eine geringere monatliche Belastung durch die Zinsen. Das haben wir jetzt also auch quasi damit minimiert. So, dann habe ich übrigens noch einen Tipp bekommen. Von wem war das denn nochmal? Ich glaube, das war auch von Matthias Reingruber. Der hat geschrieben, dass man einen Industrieboost bekommt, wenn man viele Schulen und Universitäten baut. Klar, mehr ausgebildete, besser ausgebildete Arbeiter hilft natürlich auch der Industrie.
Wir haben ja bisher nur eine Grundschule. Können wir die noch bearbeiten? Aha, was gibt's denn hier? Ein Schulbusdepot. Ist auch mal interessant, oder? Grundschulschild. Was ist das? Noch ein Klassenzimmer? Klassenzimmer oberste Etage. Das muss ich wahrscheinlich erst machen, wenn auch dementsprechend das Bedürfnis da ist. Ey, ich glaube, meine Linien sind immer noch ausgelastet, obwohl ich jetzt hier schon die dritte Garage gebaut habe. Also bitte sagt mir mal, wie ich hier Kohle verkaufen kann. Das sprengt mir hier sämtliche Ressourcen, mein Riesenkohlekraftwerk. Ist echt Wahnsinn. Ja, das wird schon geschlossen, hier passiert nichts. So, ich wollte also das Thema Bildung mal ansehen. Gehen wir doch mal in die Stadt. Stadtmenü, Thema Bildung. Aha, ich kann auch eine Bibliothek bauen. Das ist ja auch mal gar nicht so schlecht, oder? Was steht denn da? Sims besuchen, bla bla. Steigt Stück für Stück das Bildungsniveau der Stadt. Aber eine Bibliothek habe ich doch schon. Hier ist sie doch, genau. Also das Bildungsniveau müsste eigentlich schon gestiegen sein. Die ist gerade geschlossen, warum auch immer. Aber vielleicht auch nur, weil es mitten in der Nacht ist. So. Was gibt es hier zu tun? Wir zoomen mal in unsere Grundschule. Die Klassenzimmer in Fancy sind alle randvoll. Wir brauchen mehr Klassenzimmer und Lehrer. Alles klar, da wollen wir das doch gleich mal machen. Fügen Sie der Grundschule ein Klassenzimmer hinzu. Machen wir doch glatt. Klassenzimmer. Oha, da muss wieder ein Haus dran glauben. Anbaupunkt. Ja, ich glaube, dieses Gebäude da rechts, das wird auf jeden Fall fallen. Ansonsten müsste ich ja die gesamte Grundschule verschieben. Schade, dass es hier nicht geht. Okay, dann würde ich sagen, zack, die Bildung geht vor und wir haben jetzt hier das neue Klassenzimmer errichtet, haben damit diese Mini-Quest erfüllt und unsere Schüler können wieder alle zur Schule gehen. Kein Unterrichtsausfall in Fat City. Das ist doch auch mal wichtig, würde ich mal sagen. So, wie sieht es eigentlich hier aus mit unseren Nachfragen? Da sehen wir auch, Nachfrage im Wohngebiet ist sowohl an der unteren als auch in der mittleren Einkommensschicht da. Aber wir sehen auch, mittlerweile steigt auch der Balken hier der oberen Einkommensschicht. Oha, ob wir das hinbekommen? Das werden wir dann auch mal sehen, ne? Im Moment ist es ja alles noch ein bisschen mau hier. So, was gibt es noch zu tun? Ich habe eben gerade noch irgendwo ein kleines Dings gesehen, eine Sprechblase, die mir doch irgendetwas vorgeschlagen wollte, aber jetzt ist sie weg. Die eine Sprechblase habe ich ja erfüllt, das war ja die mit der Grundschule. Also kümmern wir uns doch wieder um unsere Leutchen hier. Ich könnte ja mal mein Wohngebiet hier links weiter ausbauen, dann werde ich doch mal hier die Straße, die könnte ich auch mal erweitern, ne? Ich habe jetzt hier eine Straße mit niedriger Dichte gemacht, das können wir doch auch ändern, das können wir upgraden. Machen wir das doch mal glatt und ziehen diese Straße dann auch. Oh, jetzt habe ich wieder ein Haus zerstört. Es passiert mir auch ständig mit den Häusern, ne? So. Also eigentlich müsste hier auch eine relativ gerade Straße sein. Ich werde mal hier wieder auf die Gerade gehen. So. Alles klar, das haben wir auch gemacht. Und hier könnte ich ja auch mal noch eine Straße bauen und die dann zum Park wegführt. So eine kleine, ein kleiner Weg. Ich habe noch nie einen Weg gebaut. Das mache ich jetzt auch mal. Also ein kleiner Weg, der zu diesem Park führt, den kann ich dann ja auch immer wieder erweitern, diesen Park. Und diese Straße kann dann hier auch an diesen Ring gehen. Natürlich ohne das Haus wieder zu zerstören, was dort ist. Genau. So sieht das ja schon viel, viel besser aus. Gut. Also bauen wir mal weiter ein paar Wohngebiete. Oder den Park, den können wir auch erstmal ausbauen. Okay, schauen wir auf den Park. Gehen wir mal hier weg. So, Park erweitern. Der Park mit bunten Pfaden. Was können wir denn auch so machen? Hier ein gewundener, von Bäumen gesäumter Gehweg. Das sieht doch super aus. Muss auf der Straße gemacht werden. Okay, alles klar. Kriegen wir nicht hin. Überlagerung. Bla bla bla. Hier gibt es wieder nicht. Da ist die Straße ja wahrscheinlich im Weg. Das heißt, ich muss doch den Weg wieder wegräumen, den ich hier extra gebaut habe. Der sollte ja schön zum Park führen, aber das sollte nicht so sein. Okay, also nochmal von vorne. Was wollte ich machen? Den gewundenen Gehweg. Hier geht es wieder nicht. Hier könnte ich den Park aber erweitern. Jawohl! Und zwar ein Park mit bunten Pfaden könnte ich hier bauen und noch einen kleineren. Dann mache ich das noch glatt. Sehr schön. Ein Park mit geraden Pfaden und schon freuen sich mal wieder die angrenzenden Bewohner, die hier am Park leben. Sehr, sehr schön. So. Und ich würde sagen, wir bauen hier nochmal, zweigen hier nochmal ein, zwei Straßen ab. Da vielleicht könnte eine abgezweigt werden und da geht eine so rein und hier machen wir eine Kreuzung und da geht es auch ins Feld rein, warum auch immer das jetzt nicht geht, so vielleicht, und werden jetzt hier weiter Wohngebiete ansiedeln. Also, wir sehen hier den zweiten Strich, bis dahin kann man also das Ganze
bauen. Das mache ich dann auch. So, und hier wird gebaut. Und hier darf doch eigentlich auch schon gebaut werden, würde ich sagen. Zack, setzt eure Häuschen dahin, meine Freunde. Hier in Fat City ist noch Platz für jedermann. So, hier wird auch schon eifrig gebaut. Die Nachfrage nach den Wohngebieten der mittleren Einkommensschicht ist ja auch sehr, sehr groß. Das heißt, wir wollen natürlich auch gleich alles daran setzen, dass das hier klappt. Aber das sieht hier auch sehr, sehr gut aus. Wir sehen jetzt hier Grundstückspreise, ist alles mittlere Einkommensschicht. Alle, die hier gebaut werden. Das sieht doch sehr, sehr gut aus. Da müsste diese Nachfrage dann auch gesteigert werden. Beziehungsweise diese Nachfrage muss erstmal hier, der muss entsprochen werden. Und hier können wir auch den Park weiter erweitern, damit sich die Freunde der mittleren Einkommensschicht hier in diesem großen Stadtpark noch wohler fühlen. Können wir das doch alles hier hinsetzen. So, das geht leider nicht. Da wird wieder was kaputt gemacht. Aber vielleicht kommt noch was Kleines hin. Nee, das ist nicht klein genug. Vielleicht noch ein kleiner Teich. Jawohl. Und schon ist der Park riesengroß erweitert und die Leute freuen sich, dass sie hier eine schöne Grünfläche haben. So, wie sieht's aus? Thema Bildung. Was gibt's denn hier schon wieder? Eine schöne Kapazität voll erreicht. Wir müssen also wieder weitere Klassenzimmer bauen. Okay, dann machen wir das doch glatt. Wir sehen schon, unsere Grundschule ist wieder am Limit. Okay. Weiß ich Bescheid? Dann werde ich doch mal ein Klassenzimmer der obersten Etage darauf setzen. Das ist doch mal geil. Und dann habe ich 10.000 Dollar verwendet und das Klassenzimmer ist immer noch voll. Aber jetzt habe ich immerhin ein neues Klassenzimmer hinzugefügt, sodass ich jetzt weitere Sims hier unterrichten kann in der Grundschule in Fat City. Okay, was gibt's noch zu tun? Das ist vielleicht nicht genug gewesen. Wir sehen es hier, dass dort mein Bildungsassistent immer noch eine Mine verzieht. Aber vielleicht wird das ja auch gleich mit der Zeit geregelt, sobald hier das Klassenzimmer voll einsatzfähig ist. So, ich würde sagen, für heute war's das von Fat City. Was haben wir gemacht? Wir haben unser Wohngebiet schön erweitert und auch noch verschönert. Haben auch hier unsere Arbeiterviertel weiter ausgebaut. Haben hier die Straße mittlerer Dichte an die Industrie gesetzt, was irgendwie nichts gebracht hat. Und wir fragen uns immer noch, wie wir Kohle exportieren können, da hier das Lager immer noch voll ist. Erzählt es mir und wir sehen uns das nächste Mal. Euer Fat Fred von Fat Spiel.de.